Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Alarmanlagen für private Haushalte kennt man ja schon seit langem. Was macht dieses Modell jetzt besonders? Gute Frage. Unser System zeichnet sich dadurch aus, dass wir bereits den Einbruchsversuch wahrnehmen. Herkömmliche Alarmanlagen melden dann den Einbruch, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Wir melden den Einbruch allerdings bereits eine Stufe vorher, wenn der Täter an Ihrem Fenster oder an Ihrer Tür mit seinem Brecheisen oder dem großen Schraubenzieher hebelt. Das nehmen wir wahr und melden dann bereits den Einbruch, sodass der Täter natürlich außerhalb des Objekts ist und noch nicht innen drin. Darüber hinaus meldet unser Sensor auch den akustischen Glasbruch. Wenn der Täter versucht, die Scheibe einzuschlagen und den Fenstergriff aufzumachen, geht in dem Moment auch schon der Alarm los. So haben Sie einfach mehr Sicherheit. Wie ist es technisch umsetzbar, dass ein Sensor schon das Anhebeln registriert? Die typischen Einbruchsversuche geben ganz bestimmte Geräusche von sich. Und das ist im Prinzip gleich der Sensor über künstliche Intelligenz so ab, dass er dann feststellt, okay, das ist jetzt kein normales Auf- und Zumachen der Fenster oder Tür oder Bewegung im Innenbereich, sondern da muss wirklich der Täter rabiat ans Werk gehen, um das Fenster aufzuhebeln. Und diese Sensorik meldet der Sensor dann. Das System ist im Nachhinein installierbar, ist kein Problem, oder wahrscheinlich? Wir müssen jetzt nichts groß vorbereiten. Ohne Schlitze hauen, ohne Kabel ziehen oder Ähnliches wird die Anlage installiert. Wir haben eine Alarmzentrale, die am Stromnetz hängt, die einen Notstromakku integriert hat, dass auch die Alarmanlage funktioniert, wenn kein Strom im Haus ist. Alles andere sind Funkkomponenten, die eben dann an die bestimmten Plätze verschraubt werden. Und so ist es ohne großen Aufwand, die Alarmanlage zu installieren. Ist die Alarmanlage für den Einsatz geplant, wenn ich nicht zu Hause bin oder auch wenn ich zu Hause bin? Beides. Dadurch, dass wir diese Technologie benutzen, ist es ohne Probleme möglich, dass ich mich im Haus frei bewege. Ich kann meine Fenster einmal kippen, normal öffnen, ohne dass ein Alarm losgeht und kann mich völlig frei bewegen. So habe ich natürlich die Sicherheit, wenn ich da bin. Geht der Täter ans Fenster dran, versucht es wieder gewaltsam zu öffnen oder die Scheibe einzuschlagen, würde wieder der Alarm gemeldet. Die Innensirene geht los, sodass ich auch im inneren Bereich dann gemeldet werde und mich dann natürlich zurückziehen kann. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.